Hallo Leute, ich bin's wieder, Giovanni Mesaino, und möchte heute zu dem Mineral Zink ein paar Sachen erklären. Wurde darauf öfter mal angesprochen, ja, warum Zink wichtig ist, ja, was das bringt, ja, und wie viel man davon nehmen sollte und was dann passiert. Also all diese Geschichten, weil da auch teilweise nicht so eine gewisse, ein Grundwissen besteht, ja, was Vitamine, Proteine und auch Mineralien für einen wichtigen Bestandteil haben für den Körper. Ja. Generell grundsätzlich, ja, für den Körper, als aber auch natürlich, wenn man Leistungssport betreibt, ja, spielen diese gewissen Elemente natürlich noch mehr eine größere Rolle. Ja. Und wenn man da gewisse Mineralien, Vitamine oder auch Proteine im Verhältnis zu wenig zu sich nimmt, hat das natürlich auch verschiedene Auswirkungen. Ja. Gerade auch im Hinblick das, was die meisten auch machen wollen, ja, das heißt Muskelaufbau, ja, und dementsprechend hat jedes Element ja eine wichtige Aufgabe. Zum Punkt Zink. Zink hat im ersten Linie die Aufgabe für Wachstum und Regeneration. Wichtig eben auch in Bezug der Muskulatur. Es hat auch eine Wirkung auf die Wundheilung zum Beispiel auch. Das heißt, wenn Verletzungen bestehen, muskuläre Verletzungen, also auch offene Wunden zum Beispiel, wenn man sich aufgerieben hat, ja, ist die Verheilungsbeschleunigung vorhanden. Ja. Es beschleunigt einfach die Heilung, der Heilungsprozess einfach, und es dichtet die Wunde einfach ab. Ja. Muskuläre Verletzungen ebenso, es wird schneller das Blut, was eingeflossen ist, zum Beispiel bei Prellung oder andere Dinge, wird abgebaut, ja, und da ist Zink eben ein großer Anteil, weil es auch gerade im Blut eben einen sehr hohen Anteil von Zink eben geben sollte oder gibt. Es aktiviert das Immunsystem im Körper, was eben auch heißt, dass eben Viren, Bakterien zum Beispiel, man ist resistenter gegen Viren, Bakterien einfach, ja, im Verhältnis. Und zu guter Letzt, sag ich mal so, ist es auch dafür zuständig für die Bildung des Testosteron im Körper. Ja. Das ist mal so vier Punkte, sag ich mal so, die jetzt in Bezug auf Fitness oder auch Sport, ja, wichtige Elemente sind, die jetzt die Leute betreffen. Natürlich gibt es noch mehrere Sachen, die Zink betrifft, was Zink im Körper eben auch macht. Ja. Aber jetzt mal nur auf den Fitness- oder sportlichen Bereich bezogen, sind das so vier Sachen, die jetzt mal wichtig sind. Die Tagesmenge, die man nehmen sollte, ist in dem Sinn, wie ich schon gerade sagte, für Fitnessleute liegt so bei 15 bis 20 Milligramm. Ja, normalerweise ist es so, dass man sagt, 10 Milligramm ist okay, ja, aber bei Fitnessleuten sind 15 und 20 Milligramm sehr wichtig. Manchmal auch 25 Milligramm ist auch okay, ja. Warum das so ist, ist eben der ganz einfache Punkt. Mineralien werden überwiegend, ja, über die Haut ausgeschieden. Das heißt, wenn man schwitzt, verliert man Mineralien. Das heißt, Salze, Zink, Magnesium, all diese ganzen Geschichten, ja, verliert man über die Haut. Und dementsprechend ist es noch mehr wichtiger, dass man gerade im Sommer, ja, wenn es gerade wärmer ist und man generell viel Sport betreibt, als aber auch, wenn es generell warm ist, man trotzdem schwitzt, ja, auch wenn man das nicht merkt, ja, verliert man sehr viel Mineralien. Das heißt, man muss versuchen, diese Mineralienmenge natürlich über den Zeitraum des Tages wieder aufzufüllen. Passiert das nicht, hat man dementsprechend ein Mangeln daran. Ja. Und den Mangel kann man bei Zink zum Beispiel merken. Das heißt, das ist ein Prozess, der dann bei Zink über einen längeren Zeitraum geht. Erhöhter Haarausfall zum Beispiel, wenn man dann zum Beispiel morgens früh sich die Haare durchgeht oder durchkämmt, ja, dann hat man mehr Haare zum Beispiel im Kamm drin als normalerweise. Wundheilung ist ja, verzögert, oder auch es gibt Wachstumsstörungen dementsprechend auch. Ja. Das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt in Bezug auf Fitness, ja, trainiert, man versucht Muskelaufbau zu machen und man merkt, okay, nach mehreren Wochen, ja, es ist nicht so ein Muskelaufbau möglich wie bei jemand anders zum Beispiel. Ja. Oder eben auch die Verletzungen. Man hat öftere Verletzungen, Verletzungen dauern länger, bis sie eben auch wieder weg sind. Ja. Also Sachen sind möglich. Man ist öfter krank, ja. Man hat eine Infektionsanfälligkeit in dem Sinne, ja. Man ist nicht so resistent gegen Viren oder Bakterien, ja. All diese Sachen sind eben auch Symptome dafür, dass man vielleicht einen Zinkmangel hat.
Was man da tun kann, ist natürlich, es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann Zink entweder über ganz normale Lebensmittel zu sich führen. Zink ist zum Beispiel in einer höheren Menge in Rindfleisch drin, in rotem Fleisch, es ist in Mandeln oder Cashewnüssen drin, in Schalentiere ist es auch drin oder auch Hülsenfrüchte. Ja. Man kann es aber auch natürlich auch supplementieren. Ich zum Beispiel nehme es aus einer Apotheke, ja, da ist es in der Regel reiner. Man hat wirklich auch nur den Anteil Zink drin. Es ist dann nicht gestreckt oder wie bei vielen Herstellern, die das dann eben vermarkten, sag ich mal so, ja, ich will mal sagen, so Fitnessketten oder sowas, die dann eben nicht die hohe Qualität anbieten, ja, gerade auch wegen Verkaufsverhältnis, ja. Deswegen hole ich Zink eigentlich für mich persönlich immer aus der Apotheke, weil es da in dem Sinne von der Qualität her sehr gut ist. Wenn man eine ausgewogene Ernährung hat, am Tag als auch in der Woche, reicht es normalerweise auch, wenn man dann das einfach über die Nahrung aufnimmt. Da muss man einfach ein bisschen gucken, ja, wie viel haben verschiedene Produkte Zink drin, ja, und wie viel kann ich davon aufnehmen. Von der Grammzahl auch her, wie viel ich esse eben auch, ja, dass man dann ungefähr auf diese 20 Milligramm pro Tag kommt. Wenn man es nicht kann, dann kann man es supplementieren, ja, aber man sollte immer gucken, es ist wie gesagt schon ein Unterschied zwischen Sommer und Winter. Man hat, im Sommer sollte man mehr nehmen als im Winter, weil man eben auch da viel mehr Flüssigkeit verliert als im Winter zum Beispiel. Was auch so ein Punkt ist, ist, wenn man krank ist, man hat Übelkeit oder Durchfall oder solche Sachen, verliert man auch viel Flüssigkeit und da schwemmt man auch sehr viele Mineralien raus. Ja. Das heißt, auch da sollte man natürlich auch gucken, dass man dann die Mineralien natürlich wieder den Körper zuführt. Ja. Dies kann man, wie gesagt, dann eben supplementieren oder durch Lebensmittel natürlich zuführen. Also es sind zwei verschiedene Aspekte. Es gibt einmal den Sportaspekt und einmal den Aspekt bei Krankheit. Ja. Das sind beides Punkte, wo eben auch viel Flüssigkeit den Körper verlässt, ja, und dementsprechend muss man dann gucken, dass man dann den Haushalt wieder in Ordnung bringt. Das war mein Punkt zu Zink, ja. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn das der Fall ist, lasst einen Daumen hoch, abonniert den Kanal, ja. Habt ihr noch Fragen, tut sie bitte unten in die Kommentare reinschreiben. Sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Video, euer Giovanni. Ciao.